Hallo, guten Tag. Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Dieter Meiler. Ich werde hier jetzt einen Video-Podcast initiieren. Und zwar ist es jetzt quasi das erste Mal, dass ich quasi jetzt selber was auf YouTube stellen will. Der Sinn dahinter ist jetzt folgender. Ich mache verschiedene Lehrveranstaltungen und erzähle da eigentlich immer das Gleiche. Und das ist natürlich irgendwo relativ suboptimal. Und schön wäre natürlich, wenn ich irgendwo eine sehr gute Fassung von irgendwelchen Themen hätte. Und die kann ich natürlich dann immer verlinken und den Studierenden eben bereitstellen für eine Nacharbeit, ja, sozusagen. Aktueller Anlass ist jetzt einfach das Coronavirus. Und da ist es ja jetzt so, dass ja jetzt keine Lehrveranstaltungen stattfinden, sondern dass jetzt einfach die Hochschule geschlossen ist und wir natürlich sowieso jetzt gehalten sind, jetzt irgendwelche digitalen Angebote zu machen, was wir natürlich auch schon machen natürlich. Also das heißt, es gibt verschiedene Formate, wie zum Beispiel mit Adobe Connect arbeiten wir. Das ist so ein System, da kann man eben auch Videobilder übertragen, auch Folien und so weiter und irgendwelche anderen Sachen, Desktop teilen. Das System hat natürlich den Vorteil noch zusätzlich im Gegensatz zu YouTube, dass es noch einen Rückkanal gibt. Das heißt, dass die Studierenden auch mit mir chatten können, auch selber quasi ihr Bildschirm teilen können und so. Das geht natürlich über YouTube nicht. Trotzdem gibt es einfach auch eine Menge an Material, welches ich quasi vortrage. Und da ist es eigentlich nicht schlecht, vielleicht, wenn man das irgendwie anders aufzeichnet und ein bisschen vielleicht versucht, ja, ordentlich zu machen sozusagen. Also was jetzt nicht heißen sollte, dass das hier ein Hochglanzformat ist, was man jetzt hier auch schon sieht. Also ich sehe gerade, dass da irgendwas in der Brille spiegelt. Das tut mir leid, also ich bin hier nicht im Studio und so und werde jetzt hier das Ganze irgendwie noch schneiden. Ich werde das jetzt versuchen, alles einfach mal aufzuzeichnen. Und wie gesagt, es soll auch schnell gehen. Das ist die Idee dahinter, dass man sagt, man macht jetzt was relativ schnell und einfach und stellt es online. Soll natürlich irgendwo auch natürlich ordentlich sein, das Ganze. Ich werde versuchen, hier das Ganze ja, so gut wie möglich zu machen. Werde einzelne Schnipsel machen und die dann in den Kanal versuchen eben einzustellen. Vielleicht nochmal überhaupt, was hier, woher ich bin und in welchem Rahmen das jetzt läuft. Also ich habe schon gesagt, Coronavirus, Hochschule. Ich bin an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Das ist eine Hochschule in Bayern, in der Oberpfalz, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften mit zwei Standorten, Amberg und Weiden. Wir sind auch eine technische Hochschule. Diesen Titel haben wir zusammen mit der OTH Regensburg noch. Etwas verwirrend das Ganze natürlich hier, Amberg-Weiden, Regensburg. Hier am Standort Amberg, da gibt es eben zwei Fakultäten. Das eine ist Maschinenbau und Umwelttechnik und ich selber bin an der Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik und bin da Studiengangsleiter für Medienproduktion, Medientechnik und Medientechnik, Medienproduktion, das ist der entsprechende Master. Unterrichte auch in anderen Studiengängen, wie zum Beispiel angewandte Informatik und Medieninformatik. Und in dem Rahmen werde ich jetzt verschiedene Schnipsel eben erarbeiten zu verschiedenen Lehrveranstaltungen und die dann eben online stellen. Das soll eben ergänzendes Material sein zu den Lehrveranstaltungen und den anderen Formaten, die wir noch haben. Es dürfen natürlich auch gerne Interessierte natürlich das Material nutzen, auch verlinken. Ich denke mal, ich werde das so allgemein halten, dass vielleicht für viele Leute was dabei ist. Zum Beispiel werde ich jetzt dann anfangen, mal etwas über JavaScript zu erzählen. Und zwar so allgemein, dass das eben in verschiedenen, ja, Metiers eben Anwendungen finden kann. Also es können Hobbyprogrammierer, Studierende, Profis vielleicht was damit anfangen. Und ich werde das so machen, dass die Schnipsel eben auch nicht zu lang sind, sondern eben eine gewisse Länge haben, die man eben einigermaßen verdauen kann.
Ja, und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich Feedback bekomme auch. An sich muss ich natürlich noch sagen, ja gut, das ist natürlich jetzt auch vielleicht nicht perfektes Material. Also bitte auch, ich bitte da um Nachsicht, wenn jetzt irgendwas nicht hundertprozentig stimmt. Ne? Also ich werde eben das so nach meinem Stand eben erzählen und eben jetzt eigentlich soll das ganze Material auch ein bisschen mehr so hands-on sein. Das heißt, das sind eben Sachen, die einen schnell ermöglichen, irgendwie Fähigkeiten zu irgendwas zu erlangen und soll eben unterstützend sein zu gewissen Lehrveranstaltungen oder auch vielleicht, wenn sich irgendwelche interessierten Personen eben schnell mal Informationen zu irgendwelchen Dingen holen wollen, dann gibt es das hier. Ich werde versuchen, das auch aktuell zu halten. Ja, ansonsten wünsche ich natürlich viel Spaß mit dem Ganzen und auch den Studierenden viel Erfolg. Und ich bin mal gespannt, wie es selber gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wünsche dann viel Spaß damit.